zu. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl. Aber der Boss will was von dir. Das könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Antena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter. Nur keine Sorge. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug sich. Hier oben! Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Luca-Halb gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Verlasse sofort. Du bist kein zugelassener Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Supanisto taka credito. Ich kann die Credits förmlich riechen. Es wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Leiste nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Kommst du her? Hä?
interpretiert. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Für den manuellen Override. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Fertig. Moment, ich mach das. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schatzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Ist dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja.
Alles okay bei dir? Ja. Und du? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, gell. Du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Sind das schon alle? Zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten.
Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Seh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Was tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du. Ich seh dich. Hast du das über den Funk gehört? Ein Jedi? Sei wachsam. Der kommt nicht vorbei. Der Verräter! Feuer! Jetzt bin wohl nur noch ich. Attackiert den Feind. Kontakt bestätigt. Erschießt ihn. Das sind nur du und ich. Arbeit weit. Angekommen. Feuere! Dieser Jedi ist gefährlich. Du bringst mich nicht um. Nur ein Aufweg. Bewegung bleiben. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Ich habe etwas gehört. Kann das jemand bestätigen? Los, holt ihn euch!
Flüchtige hier entlang kommen, bin ich bereit. Halte den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Wir möchten den Kreisen nach vorn. Jetzt! Runter! Seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Come on.
ist jetzt. Der Zug hält. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Dein Untergang rückt näher. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Das wird dein letzter Schlag. Ding aus und setz dich hin.
seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greece Dreitas. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollen. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Greece? Nicht jetzt, nicht? Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht.
Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich?